Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, der Weg zur Hoffnung, die Mission steht an und die fangen wir dann gleich auch an. Schau wieder Bäume. Ich habe das Gefühl, jede Mission startet mit irgendwelchen Bäumen. Ja, da ist ja noch unser Tuff-Tuff-Zug. Obwohl, hatte der so eine riesige Kanone? Weiß ich nicht. Vielleicht ist die ja gewachsen. Ne, der Zug, den wir hatten, sah ein bisschen anders aus. Steinschlag. Kein Durchkommen. Wundert mich, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Colonel liegt gleich hinter dem Berg da. Neuer Plan? Tja, direkt kommen wir nicht hin. Wir müssen einen Weg durch die Berge finden. Dieser Tunnel, da müssen wir hin. Rangiert zurück. Stellt die Weichen um. Neues Primärziel erhalten. Na gut. Könnte man das nicht einfach hier neu verlegen, neue Schienen aufbauen? Ach, das wird Monate dauern. Los, setz den Zug zurück. Danke, ja, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Folgt einfach den Gleisen. So, dann nicht entgleisen. Ich glaube, das kriege ich hin. So, jetzt müssen wir die Weiche stellen. Neue Befehle für uns? Na schön. Weiche stellen. Wie geht's weiter? Na, hoffentlich hier rein. Benutzt ihn. Ja, chill mal, Kollege. Kampfzug ist abfahrbereit. Volldampf. Na, jetzt ist es ein Kampfzug. Ja? Ich dachte, das wäre ein Ressourcenzug. Feinde! Soll vom Gleis runter. Schaltet sie auf! Beeilung! Halt, bleibt wachsam! Wir dürfen na, die der Kraft Zug nicht überrollt verlieren. Mich zumindest nicht. Natürlich schießen die auf uns. Wir sind verfeindet. Was erwartest du? Komm, mach doch mal ein bisschen Schaden hier. Könnt doch nicht sterben wegen dem Scheiß. Ich glaube, das kriege ich hin. Komm schon. Ja! Ran mit euch! Attacke! Oh je, meinem Bärchen geht's nicht gut. Komm her, Junge! Junge, nicht sterben! Mist. Ich hoffe, der kommt zurück. Scheiße! Komm schon! Angriff! Ich höre! Ja, zermalmt sie. Jetzt schießt der Zug nicht automatisch. Attacke! Gute Arbeit, Jungs! Sehr gut. Ach, der Zug macht Spaß. Ich mach mich auf den Weg. Klar doch. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Gern geschehen, gern geschehen. Ja? Je mehr, desto besser. Sie sagen, was Sie brauchen und wir bauen es. Wir können gerade nichts bauen. Warum denn das nicht? So, jetzt wäre die Frage, ja, Tutorial weg damit. Wo ist denn? Ach, unten ist meine Karte. Könnt ihr jetzt was bauen? Nee, ihr könnt noch was reparieren. Das haben wir in 0, nichts repariert. Okay, könnt ihr auch mein Mech reparieren? Das wäre mir sehr recht. Auf dem Weg! Und wieso habt ihr nichts von der Gesundheit hier abbekommen? So viele Fragen wieder. Ja? Klingt gut. Bist du nur noch ein Typ? Das reicht aber nicht. Ich gehe voran. Muss was erledigt werden? Wir ja, den Mech reparieren. Schuss. So, ich glaube, wir müssen Scouts aussenden. Aha. Wir haben doch noch einen geschwächten ja? Typ. Das da ist doch der perfekte Scout für auf uns. Den Weg. Das wird kann helfen. Auch hier den Ölvorrat mal einsammeln. Das sollte es gewesen sein. Sehr gut. Na gut, während der einsammelt... Ah, wir müssen wahrscheinlich erst oben lang. Die Weiche ist gestellt auf... Was Falsches wahrscheinlich. Verstanden. Weiche umstellen. Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Das ist gut. Volldampf! Ach Mist. Folgt einfach den Gleisen! Nee, erstmal oben rum. Na schön.
Schade, dass die Gleise, dass man nicht sieht, in welche Richtung die zeigen. Also, dass es da keinen aktiven Switch gibt. War wohl nicht im Budget mit drin. Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Wir machen es im Handumdrehen feuerbereit. Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Was brauchen Sie? Erstmal, dass ihr euch da versammelt. Die holen das schöne Geschütz. Schweres MG ist jetzt einsatzbereit. Ja, dann kommt mal schön mit. Schön vorm Zug. Na komm. Bisschen mehr Motivation. Zeit für einen Ortswechsel. Natürlich Zeit für einen Ortswechsel. Was denkt ihr denn? Müssen da hinten einiges übernehmen. Na, hab ich mich verscrollt. So, hier alles weg an Einheiten. Sieht zumindest danach aus. Gut, ich sehe auch keine. Solange alle Feinde Polanias ausgelöscht sind, kann es keinen Frieden geben. Setz das Ding in Bewegung! Der hat aber auch schon ein bisschen psychisch gelitten. Könnt ihr das kurz verlassen? Trennt euch davon! Repariert es doch bitte mal. Das haben wir in 0, nichts repariert. Sonst ist es ja sofort kaputt. Ja. Ich glaube, hier kommen auf jeden Fall Feinde, deswegen wäre das MG sehr hilfreich im nächsten Streckenabschnitt. Reparaturen abge... Neue Befehle? Oh, bemannt das Geschütz. Was gibt's? Schicken Sie mich in den Kampf. Schweres Maschinengewehr ist kampfbereit. Wiederbeleben. Hey, Schöner. Wunderbar, der Bär kann nicht... Kann nicht final sterben. Das ist was Schönes. Bin ja so ein Tierfreund. Wir verlegen jetzt das MG. Na, hoffentlich. Na, hoffentlich findet ihr es auch wieder. Oh. Feindlicher Beschuss. Ziel bestätigt. Irgendwelche Befehle? Schießen. Feindliche Einheit entdeckt. Ihr sollt schießen. Schießen. Immer schießen. Schießen. Kommt schon. Komm schon, Zug. Bitte keine Wahl. Bitte vergeben. Wir stehen unter Beschuss. Ja, dann hier Feinde ausschalten. Sehr gut. Werde ich gebraucht? Alle werden gebraucht. Verstanden. So, ihr braucht Medizin. Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Achso, ihr habt's Geschütz verlassen. Na gut. Was brauchen Sie? Ich mach war, glaube ich, nicht so hilfreich. Hey, nicht zurückbleiben. Klingt gut. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Nee, ihr müsstet eigentlich mal was bauen. Schlachtruf hebt Unterdrückung auf und erhöht währenddessen die Feuerrate. Das bringt aktuell nichts. Gut. Dann tasten wir uns mal vor. Wie geht's weiter? Alle da? Gut. Bin gleich da. Wieso hält der zu? Habe ich ihn einfach nicht weitergesetzt? Ich mach mich auf den Weg. Na gut. Zug Danke, voraus. Dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Gern geschehen. Das Bahnticket war kostenlos. Ich glaube, das kriege ich hin. Okay, so viel hat der Abstecher wohl nicht gebracht. Folgt einfach den Gleisen. Obwohl, hier scheint wieder Feindbasis zu sein. Komm schon, Artillerie. Triff halt auch was. Ich höre. Der Zug wird erschossen. Nein, der Zug muss überleben. Mist, die werfen mit Granaten. Komm schon. Ja. Macht sie platt. Komm, die hat noch eine Granate hinter dir. Glaube ich, müsste nicht jedes Mal um Vergebung bitten. Oh je. Ein großes Geschütz. Attacke. Attacke. Sehr gut. Du sollst angreifen. Hörst du schlecht? Sehr gut. Zeit loszuziehen. Glaub, die Feldkanone braucht man nicht.
Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Nein, aber ihr müsst jetzt hier euren Kollegen mal reparieren. Und ihr sammelt Ressourcen ein. Er geht auch mal dahin. Der einsame Sniper. Nochmal feindliche Einheiten. Wo denn? Wieder unten? Nee, hier oben. Alles klar. Lassen Sie hören. Werde ich gebraucht? Ja, natürlich wirst du gebraucht. Du greifst sie direkt an. Und der Zug auch. Wie sieht der Plan aus? Haltet den Kopf verstanden. Sie sind auf dem Berg. Suchen wir einen Weg nach oben. Ja, der Zug schießt wieder schön. Komm schon. Nein, du sollst doch nicht allein da durchgehen. Ja, stirb! Spezialattacke! Weg da! Rückzug! Oh je! Los, Artillerie! Lasst uns welche übrig! Komm schon, triff! Es hätte nicht so weit kommen müssen. Triff doch! Treffen. Ihr müsst treffen. Attacke. Ja. Und hier oben jetzt kaputt machen. Die Mörserstellung oder was das ist. Ich werde angegriffen. Ja, wir werden alle angegriffen. Es gibt echt nur einen Weg von hinten nach oben? Nee, das kann nicht sein. Und was jetzt? Räumt sie aus dem Weg! Ja, das würde ich aber auch mal sagen. Oh Mist, die Mörserstellung ist echt heftig. Und wir treffen nicht gescheit. Versucht doch mich auf für unser Volk! Oh je, oh je. Ob der das schafft. Zeit loszuziehen. Wo geht ihr denn hin? Ach, das ist ein Berg, der kommt da nicht hoch. Ja, das ist dämlich. Das ist jetzt sehr dämlich. Mach doch was. Schalt sie aus. Sehr gut. Komm schon, Bärchen, hilf mir. Komm, ich brauch die Hilfe. Ich brauch die Hilfe hier. Weg mit dir. Sehr schön. Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Bin beschäftigt. Na gut, ihr seid beschäftigt. Rauf mit euch. Und die Ingenieure müssen unbedingt hier ja, helfen. So, ihr kommt auch hier nach oben. Ich weiß nicht mal, wie man sowas benutzt. Ist egal, ihr kriegt das irgendwie hin. So, da ist noch ein einsamer Sniper. Gehen wir. Der kommt zu den anderen. Das Mörsersystem könnte man auch bemannen. Ja, mach schon, wir brauchen eine größere Reichweite. Das sieht doch gut aus. Könnt ihr hier unten angreifen? Sehr gut. Attacke! Repariert ihr? Was sie braucht, das haben wir in 0, nichts repariert. Wunderschön. Komm schon, Mörser! Okay, den Bär rufen wir auf jeden Fall zurück. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. So, wir müssen das doch irgendwie schaffen anzugreifen. Nur nicht den großen Mech verlieren. Hä? Wieso tragt ihr den Mörser denn runter? Wie sollen wir nach all dem hier je wieder einen Hof bestellen? Weiß ich nicht. Auf Amazon kann man viel Sachen bestellen. Alle tot? Gut.
Präparaturen abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas liegen an Gesundheit? Nee, sieht nicht so aus. Alles ist wieder gut. Schon unterwegs. Okay, ihr tragt den Mörser einfach. Wie sieht der Plan aus? Ihr repariert jetzt erstmal den Zug, würde ich sagen, oder? Gehen wir mal spazieren. Wir bringen es wieder in Schuss. Sehr gut. Ich höre. Dann mal los. Oh. Da sind noch welche drin. Attacke. Schön weiterschießen. Mörser hier. Feuert weiter. Gut, jetzt feuern die endlich mal. Der Zug wird repariert. Genauso soll das sein. Und das Haus wird auseinandergenommen. Da sind zu viele Feinde drin. Was brauchen Sie? Ja! Und die Gegner kommen. Wo willst du denn hin? Machen wir es kurz und schmerzlos. Wunderbar. Bereit, wir brechen auf. Ihr müsst nicht weiter schießen. Wir sammeln die Ressourcen und die Hilfe ein. Komm schon. Sammel schnell ein. Achso, da sind noch mehr Ressourcen. Sie sagen, was Sie brauchen? Wir wissen bestimmt, was damit anzufangen. Wie kann ich helfen? Das hoffe ich doch. Das kann ich machen. Und her mit der Gesundheit. So. Oh, da oben gäbe es eine Eisenmine. Wie kommen wir denn da hin? Wahrscheinlich dann rückwärts fahren. Kampfzug ist abfahrbereit. Ja, ja. Volldampf. Oh, hier gibt es nochmal Gesundheit. Dann darf der kleine Kollege hier das mal einsammeln. Vielleicht regeneriert er ja auch seine anderen Kumpels. Neue Befehle? Eine Aufgabe für Ingenieur. Verzeihung. Okay, hier unten gibt es tatsächlich auch nichts mehr. Dann würde ich sagen, was auch immer uns weiterhilft, müssen wir das hier. Was gibt's? Den Mörser können wir zurücklassen. Bringt ihn in Position. Mörser, nee, verlass den Mörser. Mörser hier. Verlass den Mörser. Okay, jetzt. Aha. Schön mitkommen. Na gut, ihr habt das alles gelootet, das ist wunderbar. Minen könnte man machen. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Es sei denn, es kommt irgendwie ein feindlicher Zug. Das wäre natürlich cool. Schicken Sie mich in den Kampf. Was gibt's? Steht doch nicht auf den Gleisen rum. Wie kann ich helfen? Sobald der Zug hier unten ist, müssen wir auf jeden Fall hier das Gleis anpassen. Ja? Na? Klar doch. Ich glaube, das reicht noch nicht ganz. Na, was ist denn gerade los? Etwas verschleimt bin ich. So. Weiche wird umgestellt. Was brauchen Sie? Hast du die umgestellt? Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Na, komm schon. Wunderbar. Ja, ja. Oh, das Spiel speichert. Was Neue passiert Befehle denn jetzt? Wie sieht der Plan aus? Wieso könnt ihr denn gerade nichts bauen? Was gibt's? Versucht doch mich aufzuhalten. In der Nähe gesichtet. Wie geht's weiter? Nein, Gegner. Kampfzug ist an. Der Zug wird beschossen. Mist. Mist, Mist, Mist. Ihr sollt nach vorne kämpfen. Ich hab sie im Visier. Und was jetzt? Schalten wir sie aus. So, dafür. Ja. Lasst uns welche übrig. Ja, natürlich lasse ich euch welche übrig. Komm schon, wir können die Eisenmine dann gleich erobern. Hä? Wer schießt auf uns? Wieso seid ihr so explodiert? Ist egal. Ihr nehmt die Eisenmine. Ja, du machst das Ding jetzt kaputt. Komm schon. Ja! Komm, Zug!
Oh, da kommen noch mehr. Komm schon. Ja, mach den nicht fertig. So, ich glaube, jetzt bin ich ausgerüstet. Wunderschön. Und die haben wir auch ordentlich getroffen. Lasst keinen am Leben. Hatte ich nicht vor. Für Polania. Na, für wen denn sonst? Zeit loszuziehen. Gut, das sieht ja soweit gut aus. Können wir jetzt Sie was sagen, bauen? Was Sie brauchen, nö. Und wir bauen es. Na gut, dann einmal Zug reparieren. Das haben wir in Nullkammer nichts repariert. Was gibt's? Ich gehe voran, ja? Mir nach. Ich hab's Gefühl, wir haben wieder mehr Leute. So, wo geht's? Ah, zu feindlichen Ressourcen. Das wäre natürlich ganz praktisch. Was gibt's? Wie geht's weiter? Ich gehe besser in Deckung. So, habt ihr alles repariert? Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Neue Befehle? Das ist wunderschön, das müsst ihr wir mir nicht immer sagen. So, wem geht's ja? nicht so gut? Ich glaub euch. Verstanden. Nehmt die Medizin! Sehr gut, jetzt geht's euch besser. Jetzt geht's euch schon besser. Und mein Mech darf ich natürlich nicht verlieren. Alles ist wieder gut. Das ist doch schön. Das sollte es gewesen sein. MGs? Aha. Ja, ihr nehmt die MGs. Diese MGs werden uns helfen. Was gibt's? So, irgendwer... Achso, das Ingenieurteam könnte auch ein bisschen Gesundheit gebrauchen. Schicken Sie mich in den Kampf. Mach ich doch gerade. So, wir gehen erstmal in diese Richtung da. Wird sich anbieten. Den Zug schickt man vielleicht nur nach. MG-Schützen stehen bereit. Sehr gut. Ihr bildet die Vorhut. Die Vorhaut. Ja, wir sehen's. Los geht's. Na schön. Meine Eisenmine produziert. So soll das sein. Ja, ja, auf dem Weg. Kampfzug ist abfahrbereit. Das ist doch schön. Das ist Musik in meinen Ohren. Oh, hier Ein haben Gegner. Wir auch eine Eisenmine. Und er spricht allein. Gegners? Oh, eine große Eisenmine. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weiter? Schnell wieder im Krieg sind. Alles klar. Ja, du wiederholst dich. Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Los, 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 los. Lassen Sie hören. Versuch doch, mich ja. aufzuhalten. Wir sehen uns das mal an. Wir warten besser in Deckung. Werde ich gebraucht? Vorsicht! Von hinten! Ist bereit. Mein Held ist ein ja! Was jetzt? Mein Held ist aufgestiegen! Masse fertig! Da sind Gegner! Und zwar eine ganze Menge! Oh, nochmal Gegner. Sehr schön. Nee, das Ingenieurteam, das bringt ja nichts, dass ihr hier seid. Her mit den MG-Leuten! Komm schon, da ist doch nur noch einer. Ja. Das habt ihr toll gemacht. Der ist doch tot. Der ist doch schon alles tot. Folgt einfach den Gleisen. Ja? Ich mach mich auf den Weg. So, ihr kommt natürlich mit. Wir müssen zurück zum Zug. Oh. Oh, oh, oh. Kommt schon. Ich brauch jeden Einzelnen hier. Menschen des Feinde. Mit dem Zug. Die Menschen in Kolno brauchen die Vorräte. Oh, fuck, der Zug ist fest. Der Zug muss weg. Komm schon. Wo ist mein Mech? Da ist mein Mech. Oh, das sind viele. Das sind viele Schlachtrufe. Komm schon! Ja! Oh, sind das viele! Ich wiederhole mich auch. Komm schon! Rückzug! Wusste nicht, dass hier noch so viel los ist.
wusste nicht, dass hier so viel los ist. Komm schon. Weg damit. Und Attacke. Rückzug. Ich brauch mal. Ich brauch mal doch alle. Komm schon, Ingenieure. Repariert den Mech. Das haben wir in 0, nicht. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Ah, hatte gerade so geschafft. Gut, einmal reparieren. Den Mech und den Zug. Was gibt's? Ja. Wir hören. Ihr schaut einfach, dass wir nicht von hinten. Fuck! Komm schon. Der Zug muss natürlich auch durchhalten. Das alles hier ist einfach nur Wahnsinn. Sie sagen, was sie brauchen, und wir bauen es. Schrecklicher Wahnsinn. Wir bringen es wieder in Schuss. So, ihr repariert den Zug. Ja, wir werden alle gebraucht. Wie geht's weiter? In den Kampf. Alle bis auf die Zugleute. Ihr repariert den Zug. Null kann man nichts repariert. Bleibt wach, wie kann ich helfen? Attacke! Komm schon! Ja, ja! Oh, das war ein Gefecht. Ah, dem Zug geht's besser und besser. Und Eisen haben wir genug. Und wir nehmen natürlich noch die Eisenmine hier ein. Hoffentlich bevor neue Feinde kommen. Hier müsste doch bestimmt auch noch irgendwas liegen. Ja, Schaufel bringt mir gerade nichts. Oh, da ist ein Hauptquartier. Das muss man natürlich ausschalten. Komm schon. Gut, dem Zug geht's wunderbar. Und jetzt muss der Mech repariert werden. Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Sehr schön. Ich glaub, das krieg ich hin. So, der Zug kommt erstmal ganz zurück zu uns. Volldampf. Komm, kriegt ihr das Hauptquartier irgendwie. Okay, die Eisenmine gehört schon mal wieder uns. Lassen Sie hören. Der Mech wird repariert. Ein Wrack. Ah, wir können Ressourcen von Wrack sammeln. Wer es findet, darf es behalten. Was gibt's? Von mir aus gerne. Wäre schön, wenn man auch die feindliche Ausrüstung reparieren könnte und für unsere Zwecke verwenden. Okay, wir sammeln aber erstmal hier schöne Ressourcen. Hat diese Nadel im roten Bereich irgendwas zu bedeuten? Neue Befehle? Weiß ich nicht. So. Kampfzug ist abfahrbereit. Attacke! Oh, das. Da kommt man nicht an. Versucht doch, mich aufzuhalten. So, dann schauen wir mal, ob wir hier genügend Leute sind, um das Hauptquartier fertig zu machen. Ich hab da drüben neue Sekundärziele erhalten. Kaserne und Werkstatt gibt's hier natürlich auch. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Ah, das treffen wir echt nicht. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden. Wie geht's weiter? Die Ingenieure. Ich hab halt kaum noch. Wieso könnt ihr denn nichts bauen? Ich brauche eine Kaserne. Na gut. Dann halt mit diesem Kollegen. Irgendwie muss das ja gehen. Attacke. So, Hauptquartier ist vernichtet. Dann wahrscheinlich die Kaserne als nächstes. Mag es, wie die wackeln. Nieder mit der Kaserne. Und mein Bärli greift die Werkstatt eigenhändig an. Das ist doch schön. Vielleicht können die ja irgendwie helfen. Wunderbar. Einheiten. Macht sie fertig. Sehr schön. Also nicht, dass ihr unter Beschuss steht, sondern wie das hier läuft.
Ich würde sagen, halbwegs in Ordnung. Ich werde sie zurückschlagen. Komm schon. Ja! Weg mit dem Abschaum, auch wenn es nur eine Werkstatt ist. Oh, ich habe eine versteckte gegnerische Basis abgeschalten. So ja, versteckt war die doch gar nicht. Und ich kann hier keine sagen, Basis errichten. Und wir bauen es. Schade. Echt, echt schade. Wie kann ich helfen? Und hier liegt kein... nix rum, was uns hilft. Das ist aber schade. Das ist wirklich schade. Bin gleich da. Aber wir haben eine große Ölpumpe. Die wollen wir doch auch mal einnehmen. Lassen Sie hören. Versucht doch mich aufzuhalten. Verstanden. Komm schon, die Ölpumpe kriegt man. Und die Eisenmine auch noch, so wie es aussieht. Neue Befehle? Weiß gar nicht, ob wir so viel brauchen. Hier repariert den... Ach, wir müssen den Mech nicht mal reparieren. Ja? Nimm die Eisenmine. Sie sagen, was ihr braucht und wir bauen es. Ihr helft. Was gibt's? Weiß ich nicht. Hab dich nur einfach so angeklickt. So, also Ressourcen, um Zeug zu reparieren, haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Je mehr Öl, desto besser. Ja, das könnte ja auch von mehr den Amis kann kommen. Nie schaden. Was brauchen Sie? Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Neue Befehle? So, wir gehen jetzt wieder dem Zug helfen. Ich mach mich auf den beziehungsweise den Weg frei machen. Können eventuell auch hier erstmal die Eisenmine noch freischalten. Der Zug kann inzwischen... So. Aha. Nehmt sie ein! Na gut. Aber mehr Ressourcen brauchen wir wahrscheinlich nicht. Das heißt, die Eisenmine nehmen wir noch mit, aber dann schauen wir mal, dass wir zum Ziel kommen. Mehr Eisen für Polania! Was brauchen Sie? Alles klar. Sehr schön. Dann muss ich die Weiche wieder umstellen. Ich mach mich auf Denke den ich Weg. Zumindest. Schau mal. Schau mal's an. Ja. Erstmal Weiche umstellen. Erstmal die Weiche umstellen. Ja, klar doch. Komm schon. Sehr schön. Oh, so weit musst du gar nicht zurück. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorwärts geht's. Ich höre. Bin unterwegs. Na, will ich doch hoffen. Dann mal los. Oh, hier ist auf jeden Fall das erste Ziel irgendwie. Komm, ich brauche irgendwas zur Deckung. Alles klar. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. So. Da ist die Brücke. Das ist das Was erste gibt's? Primärziel. Je mehr, desto Komisch, besser. Dass hier gerade keine Feinde sind. Zug ist abfahrbereit. Volldampf. Was brauchen Sie? Bin unterwegs. Werde ich gebraucht? Lassen Sie hören. Gut, ihr sammelt Ressourcen. Das ist schön. Ah, Zwischensequenz. Da kommen wir niemals durch. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Richte deine Basis ein. Na, endlich. Sobald wir einige Mechs haben, durchbrechen wir ihre Verteidigung. Das ist zu riskant. Auf der Brücke sind wir ein leichtes Ziel. Lechkurs! Sofort aufhören! Für dich immer noch Kommandant Koss, Michael. So du kannst aus. Kommandant der polanischen Truppen sein oder den Frieden sabotieren. Nicht beides. Ja? Und wie geht's da voran? Ich höre, Russwirt will die Blockade in ein, zwei Monaten aufheben, wenn wir uns brav totstellen. Verzieht euch lieber, ihr Feiglinge. Mit Schoßhündchen der Russwirts habe ich nichts zu reden. Mein Onkel ist wirklich ein bisschen Was mental hat er da gesagt? Unerhört! Die Bedingungen für den Waffenstillstand sind klar. Keine Aggressionen zwischen Russwirt, Saxony und Polania. Also verschwindet. Keine Aggressionen? Wie etwa in meinem Dorf Dutzende zu ermorden? Die haben meinen Vater getötet. Tut mir sehr leid, das zu hören. Aber Glaube Rebellen ich nicht. Haben auch sehr viele Russwirts getötet. Sie verstecken sich angeblich in Kolno. Du glaubst diesen Lügnern? Wir haben keinen Fuß in diese Stadt gesetzt.
Ist auch egal. Hinter diesem Berg verhungern Menschen. Sie haben geschworen, sie zu beschützen. Ich weiß. Und ich versichere Ihnen, wir arbeiten sehr hart, um... Schluss jetzt! Aus dem Weg! Oh, Widerstand im Widerstand. So weit sind wir jetzt. Du willst deine eigenen Landsleute angreifen? Nein, aber ich sorge dafür, dass es noch ein Land gibt, wenn ihr damit fertig seid, mit dem Feind Champagner zu saufen. Wie sieht's aus, Michael? Willst du als Landesverräter sterben? Du gefährdest Polanias beste Chance auf Frieden und nennst mich einen Verräter? Das ist ein guter Punkt. Die Bürger von Kolno brauchen unsere Hilfe. Sofort! Sie haben eine Chance verdient. Wir bringen ihnen Hoffnung. Bitte. Euer Kartoffel-Express schafft es vielleicht in die Stadt. Doch dort sind dann überall Russwirts. Aber wenn ihr vorsichtig seid, könnt ihr vielleicht ein paar Mägen füllen. Viel Glück. Drittes Regiment mit mir. Na gut, dann ist da die Waffenruhe wohl egal. Und schwere Waffen. Und dass diese Brücke gestürmt wird. Ja, ja. Vielleicht geht's auch anders. Wir könnten... Und ich will, dass du den Mund hältst. Ich wollte ja nur... Worauf wartet ihr? Zurück an die Arbeit! Ach, ich mag meinen Onkel nicht. Muss was erledigt werden? Also, ein Hauptquartier. Wo stellen wir das denn hin? Am besten... Machen wir uns an die Arbeit. Sehr gut. Ja? Dann wird jetzt mal hier danach in die Hände gespuckt. Zeit loszuziehen. Ha? Von mir aus gerne. Ich höre. Das wird nützlich sein. Nein! Bleib dazu. Bleib da. Was gibt's? Da drüben haben wir Deckung. So. Ihr nehmt euch da mal wirklich in Deckung. Die bauen hier, obwohl ihr sammelt Machen hier Zeug wir. Ein. Aha. Das wird helfen. Zeug einsammeln. Was brauchen Sie? Bin unterwegs. Wo geht's eigentlich dahin? Ach, da gibt's mehr Fabriken. Aber wir haben schon so viele. Na gut, Öl nicht, aber... Denkt trotzdem, wir sind ganz gut versorgt. Von mir aus gerne. Erstmal das Öl. Gebäude fertiggestellt. So, Hauptquartier ist fertig. Dann braucht man eine Werkstatt. Das Ding baut sich nicht von selbst. Und dann braucht man Pioniere. Dann können wir nämlich mehr bauen. Dann können wir einfach mehr bauen. Das wird helfen. Ja, mit den Ressourcen. So. Mensch, ihr seid so langsam beim Looten. Das bin ich gar nicht gewohnt. Hier sind noch mehr Ressourcen. Was gibt's? Je mehr, desto besser. Alle antreten. Sehr schön. Oh, schöne Animation beim Bauen. Wie so leicht die Bauteile reinfliegen und wie sie es ausrichtet. Polanias Beste stehen bereit. Wir können jederzeit loslegen. Wie sieht der Plan aus? Find das eigentlich ganz cool. So, jetzt brauchen wir theoretisch eine Kaserne, sonst läuft gar nichts. So, keine Ahnung wie rum. Ja, machen wir uns an die Arbeit. So, ihr habt gelootet, das ist schön, da ist noch mehr Loot. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden. Wie sieht der Plan aus? Weiß nicht, muss ich... Oh nee, Gesellschaft. Keine Gesellschaft. Man kann nie zu viele Verteidigungsanlagen haben. Warhammer-Gesellschaft. Hinten. Das ist nicht gut. Wollt gerade fragen, ob wir hinten absichern müssen. Befehle! Nicht schießen! Fuck. Jetzt greifen die mich schon an. Na gut, wir werden angegriffen. Muss was erledigt werden? Ja, ihr solltet jetzt kämpfen. Kämpft! So, wir brauchen jetzt einfache Schützen, würde ich sagen. Und Werkstatt, da brauchen wir ein paar Mix. Und jetzt können wir ordentlich kämpfen. Ran an die Deckung! Komm schon! Kämpf! Oh, eine mobile Panzereinheit ist fertig. Ah, nee, das wollte ich ja nicht. Ran da! Wir sammeln Ressourcen, aber das dauert noch. Dann lasst uns die Eisenminen und Ölpumpen verbessern. Dann geht's schneller. Wir haben Sekundärziel erhalten. Ein weiterer Mech ist bereit. Aber wird das reichen? Sehr schön.
Lasst uns unsere Kaserne und unsere Werkstatt ausbauen, damit wir uns besser bewaffnen. Mörser. Mörser. Wie sieht der Plan aus? Das weiß ich auch nicht so richtig. Braucht man noch was? Schwerer MG-Außenposten. Cool. Aber wir müssen ja erst die Brücke stürmen. Glaubt, wir müssen hier nachproduzieren. Ihr wird nicht gefeindliche Einheit gesichtet. Eine Feldkanone brauche ich gerade nicht. Werkstatt hier ist im Eisen. Können wir noch mehr? Wir können im Moment keine weiteren Truppen versorgen. Ist ja gut. Wer schaltet hier mal... Nimmt unsere Verteidigungsanlagen ins Visier. Nein, meine Verteidigungsanlagen. Neue Befehle? Angriff. Er schießt sie. Wir werden hier wie sieht der Plan aus? So, ihr macht die mal platt. Ihr macht einfach die mal platt. Bevor ihr was verbessert. Oh, die kann ich einfach so aufwerfen. Na gut. Komm schon. Oh. Komm schon, auf das Fass. Das Fass zerstören. Ziel doch gescheit. Komm schon. Ja. Das hat zumindest ein bisschen was gebracht. So, was habe ich denn noch für Ressourcen? Upgrade. Und Öl habe ich. Okay, die Ölpumpe ist schon groß. Oh nee. Fuck. Ich wusste nicht, dass die da vorne schon sind. Attacke! Ich wusste, dass die über die Brücke kommen. Mein Außenposten ist bald weg. So, der Zug muss darauf schießen. Komm schon! Macht ihn fertig! Sehr gut! So, dann brauche ich nochmal Ingenieure tatsächlich, die hier den Außenposten wieder reparieren. Habe ich noch welche? Pioniere natürlich. Oder sind die alle draufgegangen? Nee, da sind noch welche. Ist nicht allzu weit. Sehr gut. Dann mach mal neue, vielleicht panzerbrechende Kanoniere. Ach, was soll's. Ich mag die nichts mehr. Wir können im Moment keine weiteren Truppen versorgen. Ja, warum denn nicht? Oh, hier kann ich auch aufleveln. Komm schon, repariert. Repariert, was das Zeug hält. Die Welt dachte, wir Oh, hinten ist noch ein Feind. Ja, da sind wirklich Steine effektiver. Schaut euch das an. Gleich umpositionieren. Na, komm schon. Gehen wir mal spazieren. Zeigt es ihnen. Nein, das wird ein Kampf auf Leben und Tod. Wir haben jetzt ihre Aufmerksamkeit. Oh. Ich glaube, meiner stirbt zuerst. Egal. Da schickt man vielleicht mal einmal Unterstützung hin, dass der Feind mir nicht in den Arsch beißt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Komm, das können wir auch upgraden. Ja. Na, hoffentlich bessere Mechs. Schweres Maschinengewehr, Mörsersystem brauche ich gerade nicht. Wo ist denn mein Pionier hin? Ingenieure werden angefordert. Das haben wir. Ah nee, ich wollte nicht neue Pionier. Kann ich das abbrechen? Nee, sieht nicht so aus. Sieht nicht danach aus. Die Werkstatt wird verbessert. Mal die Mechs hier versammeln. Sieht nach einer guten Position aus. Ja, nicht ihr. Neue Befehle für uns? Ihr sollt da rein in den Außenposten. Ach, da sitzt wieder meine Sniperin drin. Zurück an die Arbeit. Ja? Ja, das sagst du. Verteidigungsposition ein. Gut, die nehmen Verteidigungsposition ein. Was sollte es gewesen? Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Nee, aber ich glaube, wir bräuchten noch so eine Art Bunker. Ah, benötigt Veteranenrang. Habe ich noch andere? Wie sieht der Plan aus? Schade, aktuell nicht. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Polania stehen jetzt weitere Bauoptionen offen. Verteidigung muss stark sein. Sehr gut, nochmal eine Verteidigung. Und da kommen schon die Gegner. Baut schneller. Oh, da kommen ganz viele.
Ganz viele kommen da. Komm schon. Und bemannt den Außenposten, sobald er fertig ist. Rein da. Sehr gut. Und mein Bär sollte am besten zurückkommen. So, ich würde sagen, hier sind wir auf jeden Fall ganz okay aufgestellt. Dann braucht man noch die Mechs und dann mach mal die weg. Je mehr, desto besser. Von mir aus gern. Müssen noch mehr Sandsäcke, das können wir auf jeden Fall brauchen. Okay, der Ingenieur, der hat auch keinen Veteranenrang. Die sammeln das hier noch ein. So, seid ihr bald fertig? Ich will euch gern verschieben. Ich gehe voran. Sehr gut. Der Feind nimmt unsere Verteidigungsanlagen ins Visier. Und hier verbesserte Mogni, ein Artilleriemech, der sich auch gut alleine im Kampf schlägt. Her damit. Vorsichtig mit dem Zug. Die Menschen in Kolno brauchen die Vorräte. Oh fuck, der Zug ist bald down. Ich glaube, das kriege ich hin. Mehrere Gegner gesichtet. Ingenieur, wo seid ihr? Da seid ihr. Plan aus. Repariert den Zug. Wir bringen es wieder. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisen. Boah, der wäre beinahe. Der Feind nimmt unsere Verteidigungsanlagen ins Visier. Beinahe wäre der draufgegangen. Mehr Sandsäcke gefüllt werden? Der Stolz der Republik. Oh, das ist mal ein geiler Mich. Alles zu seiner Zeit. Ja. Es gibt nur zwei Arten von Soldaten. Die Schnellen und die Toten. Weitere Freiwillige. Komm schon, noch ein Mich. Sehr gut. Und der Zug wird erfolgreich repariert. Komm schon, was brauche ich noch? Platz für 5 Leute. Was gibt's? Mir nach. Das klingt doch gut. Mein Schützenteam, dann wollen wir mal so langsam in Angriff. Wie geht's weiter? Stürmt die Brücke. Ich mach mich auf den Weg. Haben Sie ein Ziel für mich? Ja, ich hoffe Ausrücken. Doch. Abschusssequenz bestätigt. Der Stolz der Komm schon. Ja, das macht Spaß. Komm schon. Vielleicht hätte ich weniger Schützen und mehr Kanoniere schicken sollen. Komm schon. Gegen die nichts. Komm, ihr müsst darauf schießen. Das MG tut mir nicht gut. Ja, kommt, macht sie fertig. Macht sie fertig. Nein, wir haben mich verloren. Ich brauche wieder Nachschub. Ein Slow, mobiler Bunker der Infanterie. Nee, dann mach mal hier den da. Komm schon, Attacke. Rückzug. Oh, du bist ausgeschaltet. Das ist aber nicht gut. Komm schon. Mach die Mechs. Nein! Die malträtieren meine Mechs. Fuck, ey. Das war ressourcenintensiv. Lassen Sie hören. Bereit sind zur feindlichen Einheiten gesichtet. Wie sieht der Plan aus? Wir machen mehr Mechs und mehr Kanoniere. Polanische Kanoniere werden bewaffnet. Sammelbereich festgelegt. So, ihr kommt dahin. Und da kommen sie. Aber gegen die kommen wir jetzt hoffentlich an. Hey, wieso springst du in die Luft? Das würde ich aber auch sagen. Los, Attacke! Ja! Schön angreifen. Oh, die Brücke sieht schon arg zerstört aus. Kanoniere bereit. Geben Sie uns was voran. Komm, einfach ausholen. Versucht doch, mich aufzuhalten. So, Ingenieur. Reparieren. Den Kanonieren geht's gut, das ist schön. Geld wird zurückgeholt.
Mein Held wird zurückgeholt. So Fake-Kanonen, natürlich auch nicht schlecht. Und hierfür fehlt das Öl. Mist, ich hätte mehr Öl holen sollen. Das braucht ja auch so richtig viel. Na, ist egal. Das ist egal. Eisen haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Dem Zug geht's auch wieder. Ja, ich würde sagen, in Ordnung. Können wir loslegen, Leute? Macht sich einsatzbereit. Sehr gut. Dann wollen wir nochmal. Sanitäter. Was war das auf der Brücke? Will Onkel Lech wirklich, dass wir auf unsere eigenen Leute schießen? Ich weiß nicht. Was brauchen Sie? Bin gleich da. Alle antreten. Schützentrupp wird aufgehoben. Na, hoffentlich. Sie sagen, was Sie brauchen. Lassen wir die Erde wählen. So, die Ingenieure kommen nochmal hier rein. Und dann können wir gleich die zweite Offensive starten. Und nächstes Mal holen wir definitiv mehr Öl. Wir haben so viel Eisen, aber die zwei Ölpumpen haben wir einfach nicht geholt. Na, habe ich noch was anderes außer Kanoniere? Ist das Gebiet sicher? Also das sind Sanitäter. Sanitäter. Ich brauche einen Schützentrupp. Werkstatt hier. Strasznik macht sich kampfbereit. Schützen stehen bereit, um für die Republik zu kämpfen. Wollen die Schützen zufällig hier die Ölpumpe einnehmen? Auf dem Weg! Und hier gibt es auch noch viele Ressourcen. Das kriegt ihr doch sicher hin. Ich glaube, eine Einheit können wir entbehren. Ich bin bereit, die Feinde Polanias zu vernichten. Das bin ich auch. Oh, da gibt es noch Gesundheit. Wer hat denn leichten Schnupfen gerade? Ich glaube, der eine Ingenieur hier. Muss was erledigt werden? Gerne doch. Ja. Neue Befehle für uns? Retten wir ein paar Leben. Hier? Schützen sind bereit, die Heimat zu verteidigen. Was macht ihr denn da? Das sieht seltsam Sanitäter aus. Sanitäter halten sich bereit. Wer braucht Hilfe? Ja, mit dem Öl. Bereit für den Bau von Panzereinheiten. Und das braucht noch mehr Öl. Okay. Was können wir tun? Da sind sie ja gleich. Je nachdem, ob hier unten Feinde sind, wird das besser oder schlechter klappen. Ich glaube, die Ölpumpe kriegt man. Und das Ölfass auch. Die Kamera glitscht ein wenig. Oh, die Feinde kommen. Wieso machen das eigentlich hier die Sunnies? Habe ich die falschen ausgewählt? So, ein Mech macht man noch. Angriff! Mal schauen, Zug greift mit an. Sehr schön. Greif an! Ja! Na, schon spaßig, muss ich sagen. Hätte ich nach den ersten zwei Dingern nicht so gedacht, aber... Das ist eigentlich... Macht ein bisschen Spaß. So, dann würde ich sagen, stürmen wir die Gegner. Die Jagd ist geöffnet. Was gibt's? Ran an den Feind. Treibstoff, vernichte sie. So, und ihr kommt natürlich auch alle mit. Deckung kann nie schaden. Kampfzug ist abvermeint. Einzelner Gegner. Schalten wir sie aus. Komm schon. Schaltet sie aus. Los! Na komm schon, den Held kann man nicht so einfach opfern. Und Rückzug. Hier geht's nicht mehr so gut. Also wir sind relativ gut. Relativ gut gerüstet. Angriff! Die Brücke ist sicher. Holen wir den Zug und die Kanonen. Der Tunnel nach Kolno ist nicht weit. Aber es wird ein schwerer Kampf bis dahin. Gegnerzug. Ich habe meinen Onkel noch nie so wütend erlebt.
Du musst verstehen, er ist ein Kriegsheld. Er ist es nicht gewohnt, angezweifelt zu werden. Toll, noch so einer. Mein Onkel ist ein Kriegsverbrecher, so wie es aussieht. Los! Oh, der muss repariert werden. Ingenieure! Wir bringen es wieder in Schuss. Ein Zug geht zumindest noch gut. Eine unserer Einheiten ist in den Ritterrand. Gute Arbeit! Nicht mehr ja. Im Tunnel! Der Zug ist. Oh, es speichert. Attacke! Ja, das sieht doch gut aus. Oh, da kommen so viele. Das sieht nicht mehr gut aus. Wie viel Unterstützung braucht ihr? Nein, ein Trupp verloren. Wir können im Moment keine weiteren Truppen versorgen. Das ist aber schlecht. Gut, der wird geheilt. Beim Zug geht's noch gut. Komm schon. Hier ist gerade so viel los, ich komme gar nicht mehr klar. Ja, ein Glück sind wir gut gerüstet. Ein Glück sind wir gut gerüstet hier. Komm schon. Da brauchen wir auf jeden Fall mal neue Einheiten. Wir verlieren hier ordentlich. Komm schon, Zug. Darauf schießen. Und ihr repariert immer noch, das ist in Ordnung. Ja? Angriff! Angriff! Verteidigung! Ist nur ein Verteidigungskrieg. Ja! Und mein Bär hat wieder was hinbekommen. Das ist doch schön. Das ist schön zu hören. Mach die Kaserne fertig. Geben Sie mir ein Ziel. Lassen Sie ran. So. Zug ist auch weiter vorne. Den Leuten hier geht's auch gut. Zeit loszuziehen. Nein, mein Zug ist viel zu weit vorne. Mach doch sowas nicht. Komm schon. Ja, wenigstens das. Wenigstens das. Kann der Zug hier nochmal helfen? Oh, da hinten ist ein riesiger Mech. Komm schon, greift die verbesserte Werkstatt an. Komm, ich brauche mehr Einheiten. Ich brauche einfach mehr Einheiten. Ist irgendwas kaputt? Weiß ich nicht, finden wir es raus. Ja, ist ja gut. So, die Bunker brauchen wir definitiv nicht. Her mit euch. Greift alles an, was Beine hat. Vor allem, was mehr als zwei Beine hat. Komm schon. Oh oh, Zug muss weg. Los zu, bevor der kaputt geht. Komm schon. Greif an. Alle auf den Großen. Alle auf den Großen. Ihr müsst auch helfen. Habe ich hier noch Leute? Nö. Der Jungs. Haben Sie eine Mission für mich? Ja, natürlich. Nicht wissen, wie Ihnen geschieht. Ja, das will ich auch hoffen. So, die Werkstatt. Da sagt man mal, dass die hier hinliefern soll. Ja, der Große ist weg. Gute Arbeit, Jungs. Ingenieure, Pioniere, was auch immer, kommt hier. Put, put, put. Neue Befehle? Ja, repariert den das Zug. Haben wir in 0, nichts repariert. Und wo ist denn mein... Oh, da waren viele drin. Greift das Hauptquartier an. Ah, da ist links der Held. Na, komm schon. Komm schon. Nah ran. Los. Ja. Oh
Mein Zug macht's Hauptquartier kaputt, so soll's sein. Ne, keinen neuen Mut, Jungs. Also zumindest für die Gegner nicht. Ich bin schon auf Level 4. Ah, sehr gut. Und wie geht's im Zug? Wir sollten ihn doch reparieren. Ich bin einsatzbereit. Ich sehe mir das mal an. So, und hier ist dann der Tunnel. Ich glaube, dann muss ich nur noch die Weichen stellen. Und zwar, die passt. Verstanden. Ah, die wird auch passen. Dann wieder. Glaubt, dann können wir einfach hier hochfahren. Das wird ja hier kein Sekundärziel geben. Nee, das ist einfach da, wo der Feldsturz war. So, Weiche ist gestellt. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Na komm schon. Hoffe, das war die richtige Weiche. Wüsste ich aber, gesehen, wieso schießt ihr denn noch? Das geschafft hat. Lass das mal, Anna. Für die so, rein in den Tunnel. Primärziel abgeschlossen. Naja. Geschafft! Wunderschön. Also genau, los geht's! Bringen wir diesen Zug voller Hoffnung zu den braven Leuten in Kolno. Möge der polanische Widerstand ewig leben! Yay! Hurra! Polania! Unser Zug ist heil angekommen. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Hier ein Bär für euch, Kinder. Und ein Apfel. Ich dachte, wir haben nur Eisen geladen und keine Äpfel. Naja. Jetzt bin ich schon schlauer. Macht schnell. Wir haben wahrscheinlich nur ein paar Minuten. Was wollen wir denn machen? Schöne Äpfel. Da habe ich jetzt auch Lust drauf. Hey, kennt ihr einen Heinrich Steinmetz? Fragst du das echt die Kinder da? Er ist ein saxonischer Wissenschaftler oder Erfinder oder sowas. Ich suche einen Heinrich Steinmetz. Ist der hier? Ach, die Zwischensequenzen sehen echt furchtbar aus. Oh. Was machst du? Bringt ihnen das Wichtigste bei. Schießen, nachladen, was man tut, wenn das Ding klemmt. Denn es wird klemmen, was? Anton? Ja? Die Gewehre im nächsten Waggon. Die sind für deine Leute. Beeilt euch. Aber klar doch. Was zum Teufel ist hier los? Nicht jetzt, Anna. Du hast gesagt, im Zug sind Lebensmittel. Ich sagte Hilfsgüter und noch wichtiger, Hoffnung. Und Handgranaten. Du verstehst das nicht. Sofort Schluss damit. Wir bewaffnen keine Zivilisten. Doch, genau das tun wir. Die Russwirts könnten uns jeden Moment angreifen. Los! Ach, du elender Kriegstreiber. Wir wollten den Hungernden helfen. Du weißt ja. Gib einem einen Fisch und er hat einen Tag zu essen. Heute lehren wir Polania, sich die ganze Fischerei zurückzuholen. Aber diese Leute können doch niemals gegen die Russwirts gewinnen. Richtig erfasst. Sollen sie auch nicht. So, sie sollen nur sterben. Verstehst du nicht? Unser Volk gewöhnt sich mit jeder Woche mehr an die Besetzung durch diese Bastarde. Unser Land, unsere Heimat wird verloren sein. Aber die Leute leben. Was Drastisches passiert. Das Massaker von Kolno. Eine polanische Stadt, die sich nicht mit der Niederlage abfand. In der Patrioten zu den Waffen griffen und bis zum letzten Mann kämpften. Wenn die Russwirts eine ganze Stadt auslöschen, dann bricht die Waffenruhe und der Funke des Widerstands wird entfacht. So. Dann könnten wir alle Russwirts aus dem Land jagen. Als eine Nation. Die geeint kämpfen. Ach, dafür müssen wir nur eine ganze Stadt eigener Leute umbringen. Komm schon, Anna. Die Russwirts haben Yannick auf dem Gewissen.
Das ist unsere Chance, sie zu vernichten. Ich werde das verhindern. Du würdest nur alle verrückt machen, das lasse ich nicht zu. Die Männer sehen zu dir auf. Du bist ein Idol für sie. Aber noch besser als ein Idol ist eine Märtyrerin. Bam! In die Fresse. Oh, sie haben wohl alles im Griff. Das wird der Erfinder sein. Der Steinmetz. Heinrich, ich hörte, Sie suchen nach mir. Vielleicht sollten wir unser Gespräch etwas verschieben. Nein, Dank, Fräulein. Tja, dem Onkel musste mal auf die Fresse gehauen werden. So, dann sind wir aber am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.